Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. Heute Tony Undercover. Viel Spaß. Stehen bleiben, Johnny. Das klappt ja wie im Schneechen. Sie fahren genau in die Falle rein. Wie Ihr Präsident es vorhergesagt hat. Es ist so schön, wenn ein Plan funktioniert. Dranbleiben, Toni. Gleich haben wir ihn. Jetzt! So, Vorsicht, Toni. Ja! Oh, so war das aber nicht geplant. Warte, wir klettern hier vorne raus. Ach, die sind über alle Berge. Scheint so. Na, warum sind die uns immer einen Schritt voraus? Ich verstehe das einfach nicht. Es muss doch einen Weg geben, sie zu schnappen. Na komm, lass uns erstmal zurück zur Wache fahren, dann machen wir uns einen Plan. Ja, das ist vermutlich das Beste. Oh Mann, wie kann das sein? Das geht schon seit Wochen so. Immer sind sie uns einen Schritt voraus. Ach, sie müssen wieder einen Spitzel hier eingeschleust haben. Anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Ja, da hast du recht. Aber bei allen den vielen Kollegen ist es einfach unmöglich, ihn zu finden. Er müsste sich schon selbst verraten. Aber weißt du was? Vielleicht sollten wir mal der Spitzel sein. Ach ja, meinst du etwa... Genau, eine Undercover-Mission. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Das heißt, sie rechnen doch bestimmt nicht damit. Aber das muss unter uns bleiben. Nicht, dass der Spitzel etwas davon mitbekommt. Ha, du hast recht. Eine Undercover-Mission könnte dabei wirklich helfen. So erfahren wir ihre Pläne und können sie austricksen. Und sollten sie die ganzen anderen Vorfälle vor mir gestehen, dann kann ich sie auch direkt verhaften. In ihrem Versteck gibt es bestimmt genug Beweise. Ich muss nur daran kommen. Ja, das stimmt. Also was sagst du, steht eine neue Undercover-Mission an? Ich unterstütze dich dabei natürlich wie die letzten Male. Ja, das ist eine wirklich gute Idee. Aber dann bleibt trotzdem noch eine Frage. Wenn ein Spitzel hier im Haus ist, wie überlisten wir den? Wenn ich eine Weile weg bin, wird er das sicher bemerken. Ha, das stimmt. Vielleicht könnten wir ja einen Dummy oder so platzieren. Eine Puppe, die wir an deinen Schreibtisch setzen, damit es so aussieht, als wärst du da. Eine Puppe? Nein, ich glaube, das fällt auf. Und noch eine Frage ist, als wer verkleide ich mich überhaupt? Kevin wäre vielleicht am naheliegendsten. Das stimmt. Der sitzt gerade im Gefängnis. Aber nicht, dass denen auffällt, dass er gerade im Gefängnis und draußen ist. Dann haben wir ein Problem. Ach, stimmt, du hast recht. Oh, ich habe eine Idee. Wie wäre es, ich mich als Kevin verkleide und wir Kevin zusammen mit meiner Uniform hier ins Büro setzen? Aber warum sollte Kevin so etwas mitmachen? Wir können ihm doch einfache Büroarbeit geben. Irgendwas, wobei er uns nicht ausspionieren kann. Irgendwelche unwichtigen Listen mit Zahlen abtippen oder so. Und dann können wir ihm versprechen, dass er deswegen früher freigelassen wird. Oder sich extra Nachtisch dazu verdienen. Stimmt, das könnte funktionieren. Dann ist er nicht im Gefängnis und die anderen Verbrecher denken, er ist entlassen worden. Genau, das ist doch ein super Plan. So können wir nicht auffliegen. Und mir reicht ja auch schon ein Tag. Hauptsache, ich finde raus, was die Gangster geplant haben. Irgendwelche Beweise. Aber als Kevin sollte ich die ja ganz einfach kriegen. Das stimmt. Okay, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich lasse Kevin holen und du bereitest dich schon mal vor, in Ordnung? In Ordnung, so machen wir's. Was die können, können wir schon lange. Hä, was mache ich jetzt hier? Ein paar Listen abtippen, das hatten wir doch besprochen. Okay, das kriege ich schon hin, aber warum muss ich dazu diese Uniform tragen? Ich bin doch kein Polizist. Das stimmt, aber hier herrscht Uniformpflicht. Wer auch immer hier arbeitet, muss eine tragen. Ach so, verstehe. Na dann mache ich mich mal an die Arbeit. Okay, aber warte noch kurz. Hä, was ist denn? Ich möchte, dass du diese Mütze auch noch aufsetzt. Die Mütze auch noch? Na klar, die gehört doch zur Uniform. Gib mir einfach deinen Helm, ich verwahre ihn so lange. Na gut, wenn's sein muss. Zufrieden? Ja, perfekt. Also dann mach dich an die Arbeit und ich sehe dann später nochmal nach dir. Na gut. Das läuft ja alles nach Plan. Dann mal auf zu Toni. Oh Mann, diese Verkleidung hatte ich schon ewig nicht mehr an. Hey Toni, hat alles geklappt. Hier ist der Helm. Er schöpft kein Verdacht. Sehr gut, vielen Dank. So, ich hoffe, das klappt heute alles. Wir haben nicht lange Zeit. Der Schwindel fliegt irgendwann auf. Ich bin mir sicher, du schaffst das, Toni. Und ich werde niemanden zu nah an den falschen Toni lassen, versprochen. Aber Kevin hat jetzt auch erstmal ein paar Stunden zu tun. Sehr gut, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zum Verbrecherhauptquartier. Viele der Jungs, die uns entwischt sind, gehörten zu El Presidente. Bei ihm führt alles zusammen. Okay, viel Glück, Toni. Und wenn was ist, dann ruf bitte sofort über Funk Verstärkung. Natürlich, mach dir keine Sorgen. Also dann, auf zum Hauptquartier. Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen.
Puh, okay, dann wollen wir mal. Ja, was ist denn? Oh, Kevin, haben sie dich etwa schon entlassen? Ich dachte, du müsstest noch ein paar Monate drinbleiben. Oder bist du etwa ausgebrochen? Na, ich bin ausgebrochen. Was denkst du denn? Ich hab's da nicht länger ausgehalten. Und endlich hat der Trick mit dem Löffel da mal funktioniert. Oh, ernsthaft entschuldige ich mich, indem die 50 Playmotuller waren nämlich gewettet. Er hat gesagt, diesmal klappt der Trick. Und ich hab gesagt, der klappt niemals. Naja, komm erst mal rein. Dir ist doch niemand gefolgt, oder? Nein, nein, mir ist niemand gefolgt. Aber ja, lass uns schnell reingehen. Oh, Kevin, du bist wieder da. Ja, hab's nicht länger im Gefängnis ausgehalten. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Wette jemals gewinnen würde. Du schuldest mir 50 Playmo-Dollar, Johnny. Ja, ja, ich weiß. Also erzählt mal, was habe ich in letzter Zeit verpasst? Eine ganze Menge. Wir haben die Polizei ganz schön an der Nase rumgeführt. Immer waren wir einen Schritt voraus. Ach ja, das heißt, ihr habt in letzter Zeit viele Überfälle gemacht? Überfälle, Einbrüche, Diebstähle, alles im großen Stil. Und immer konnten wir sie auf der Flucht abhängen. Ja, aber wie habt ihr das gemacht? Ja, ganz einfach. Ja? Wir haben einen Spitzel bei der Polizei. Der verfolgt jeden Schritt bei ihnen. Und wenn sie irgendwas gegen uns unternehmen wollen, dann sind wir immer etwas schneller als sie. Und dann kommen wir ihnen zuvor, ganz einfach. Wow, ein Spitzel. Ha, hab ich's doch gewusst. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wer dieser Spitzel ist. Und kenne ich den? Ach, der Übliche. Aber ich hab es immer wieder, sich neu zu verkleiden. Oh, verstehe. Könnt ihr mir noch mehr über diese Überfälle erzählen? Das ist so spannend. Na klar, also letztens haben wir die Bank überfallen. Genau dann, als wir wussten, dass die Alarmanlage der Polizei repariert wird. Dadurch waren auch die Telefone ausgeschaltet und wir konnten ganz in Ruhe die Bank ausräumen. Sie haben den Alarm erst zu spät bekommen. Da waren wir natürlich schon längst über alle Berge. Wow, wirklich clever. Ja, wir haben ganz schön viele dieser Pläne. Soll ich dir noch mehr erzählen? Oh ja, bitte, das ist wirklich spannend. Haha, noch ein paar mehr Geständnisse und ich kann sie einfach festnehmen. Oh, diese ganzen Listen abzutippen ist so langweilig. Aber naja, immerhin bekomme ich extra Nachtisch. Oh, der ist erstmal beschäftigt. Ich muss schon seit einer Stunde auf Toilette. Langsam halte ich es nicht mehr aus. Du, ich glaube, ich gehe schnell. Ein paar Minuten kann er bestimmt alleine bleiben. Ah, Toni ist immer noch an seinem Platz. Und vermutlich ist er immer noch ahnungslos und weiß nicht, was die Gangster vorhaben. Das hier ist wirklich ein entspannter Spitzeljob. Oh, hey Steve, hallo, was machst du denn hier? Machst du auch Strafdienst vom Gefängnis aus? Ah, aber Steve ist doch mein richtiger Name. Wie konnte er meine Deckung durchschauen? Moment mal, das ist nicht Toni. Kevin, was machst du denn hier? Und das noch mit Tonis Uniform und an seinem Schreibtisch. Ja, die haben mich aus meiner Zelle geholt, damit ich hier ein paar Listen abtippe. Sie haben mir versprochen, dass ich dann extra einen Nachtisch bekomme. Was, aber wenn du hier bist, in Toni Räuberschrecks Klamotten, heißt das dann etwa... Oh nein, ich muss die anderen warnen. Die anderen warnen? Hä, wovor denn? Was ist denn los? Hey, Steve! Ich muss sie warnen. Leute, das... Oh. Ah, guten Tag. Ich habe dich schon erwartet. Perfekt, dann müssen wir die beiden nicht mehr verraten, wer der Spitzel ist. Deine Uniform verrät dich. Oh Mann, wie konnte das denn passieren? Dabei dachte ich, ich hätte alles genau im Blick. Tja, falsch gedacht. Endlich habe ich euch erwischt nach all den Wochen. Und dafür landet ihr eine ganze Weile im Gefängnis. Das verspreche ich euch. Hey Leute, das hat ja super geklappt. Endlich habe ich die Verbrecher erwischt. Wie findet ihr die Undercover-Mission? Möchtet ihr mehr davon sehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Klickt dafür einfach hier oben links auf das Logo. Und noch mehr spannende Abenteuer aus Bandido City gibt es hier rechts im Bild. Also Freunde, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.